Ja, die Thematik kommt in letzter Zeit öfter vor. Gold als Rückdeckung für die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Aus meiner Sicht eine ganz klare Meinung. Gold ist grundsätzlich nicht uninteressant. Gold ist ein Sachwert, Gold ist ein Realwert. Ein Kilo Gold wird immer ein Kilo Gold bleiben. Gold macht normal die Inflationsszenarien mit. Das heißt, Gold, so war es zumindest in der Geschichte, hat immer den Wert erhalten. Über Gold kann man denken, wie man mag. Da gibt es im Internet viele Seiten über Goldverbot, über Gold als Sachwert, über Entwicklungsszenarien, wo wird Gold hingehen. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Eins glaube ich, wenn Sie hier das Thema in Verbindung mit pauschalotierter Unterstützungskasse ansprechen, eins glaube ich ist entscheidend wichtig, es kann ja immer nur um Gold gehen, das der Unternehmer hat. Das entweder selbst in eigenen Händen hat oder vielmehr im Tresor des Unternehmens oder wo auch immer im Tresor, sinnhafterweise auch im Unternehmenstresor hat. Nur das ist für mich Gold, nur das macht Sinn. Wenn Sie hier sagen, dass hier Goldzertifikate, Goldpapiere, irgendein Zettel, wo drauf steht, dir gehört Gold, das entweder gibt oder nicht gibt oder irgendwo anders gibt, dann hat es aus meiner Sicht meistens nur den Wert vom Papier. Ich persönlich kann nicht sagen, gibt es da wirklich Gold, ist da Gold hinterlegt, sind es Goldzertifikate, sind es irgendwelche Papiere, die auf Gold abgeschlossen sind. Es gibt wesentlich mehr Papiergold, als es physisches Gold auf der Welt gibt. Also wenn Sie überhaupt an Gold denken für die Rückdeckung der pauschalnotierten Unterstützungskasse, dann ganz klar, klassisches Modell, Darlehensmodell, das Unternehmen investiert in Gold und hat das Gold in Barren, in Münzen, in was auch immer, im Tresor, in den Händen des Unternehmens, aber niemals das Gold in den Händen von irgendjemand anderem. Das kann wirklich tödlich sein, das kann aus meiner Sicht zum Totalverlust führen. Vertrauen kann jeder, wie er will, aber das ist meine ganz persönliche Meinung und meine ganz persönliche Warnung, wenn Sie das Thema Gold in der Unterstützungskasse ansprechen. Sinnvoll, aber kommt immer wieder darauf an, wie und wie man es letztendlich macht.